Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu The Division 2. Wir sind auf der Suche nach Kelso. Die Fahndung wird jetzt hoffentlich demnächst abgeschlossen. Ja, das weiß ich, aber da kann ich leider jetzt nicht helfen. Ihr seht, ich habe mich wieder ein bisschen neu ausgerüstet, um zukünftig mit der Kugelhölle nicht mehr in die Bredouille zu kommen, dass mir die Munition ausgeht. Habe ich das Ganze dann nochmal ein bisschen gepimpt hier über die Expertise. Und damit werden wir jetzt losziehen. Und die ganze Zeit höre ich da nach hinten, beziehungsweise ich schaue nach hinten, weil irgendwie, hört ihr es? Man hat so den Eindruck, hier braut sich irgendwo ein Gewitter zusammen. Also es macht und donnert und tut. Ich weiß es nicht. Ist das neu? Also so kam mir das oder so habe ich das bis jetzt noch nicht empfunden, beziehungsweise wahrgenommen hier in New York, dass es hier so richtig donnert, als würde hier jetzt bald, ja, der Himmel einstürzen. Okay, nichtsdestoweniger. Ja, jetzt wieder. Ja, finde ich spannend, finde ich interessant. So, Bello, geh mal aus dem Weg. Um die kümmern wir uns jetzt mal. Oh, was sind da für Kollegen? Oh je, oh je. Ja, dann mal raus hier. Ja, das nehme ich mal lieber nicht. So, da hat er mal wieder einen mitgegeben. Ja, jetzt haben wir hier richtig Wetter. Na, hinterm Zaun sich zu verstecken ist jetzt nicht so clever. So, und immer schön die Munition mitnehmen. Das haben wir ja das letzte Mal ein bisschen falsch gemacht, haben wir ja verpennt. Okay. Okay, also ich glaube jetzt doch langsam kann ich mich wieder an dieses Wetter erinnern. Ja, 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 da möchte man noch keinen Agent vor die Tür schicken. Oje, oje. So, da müssen wir irgendwie rechts rum. Und dann haben wir hier Trouble. Wir sehen es kaum. Aber wenn die, wenn ich sie nicht sehe, werden sie mich auch nicht sehen. Da ist noch was, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Wir gehen mal nach oben. Da läuft er doch. Da läuft es. Okay, da müssen wir rüber. Aufklärung ist alles, sage ich immer. Ja, da kommen wir jetzt so nicht drüber. Ja, hier der grüne Bogenschütze. Hinter uns. Ah, da hinten ist es kurz aufgeblitzt. Aber eigentlich müssen wir ja in die Richtung. Uns nicht die ganze Zeit aufhalten. Hier ist aber auch ein Betrieb. Bei dem Wetter rennen die hier alle draußen rum. Okay. Jetzt haben wir uns wieder fast bald leer geschossen. Ja, da komme ich morgen vorbei. Ich habe gerade ein anderes Date. So, was ist denn das? Oh. Witzig, sowas sieht man nicht bei helllichen Tag, ne? Da hilft einem dann wieder natürlich hier die Dunkelheit und der Regen, dass da was blinkt. So, jetzt sind wir doch hier endlich bei der Action. Ja. Welches Teil ist denn das? Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ich
Wir brauchen Unterstützung. Alleine wollen wir hier nicht unbedingt rein. Verstärkung unterwegs. So, und die Verstärkung kommt von wo? Da sind schon welche. Dann verstärken wir euch erstmal. Ah, der ist da weiter hinten. So, aber ich denke, wir tun gut daran, vielleicht irgendwo mal hier ein Geschütz hinzuwerfen. Okay. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Haben wir vielleicht irgendwie eine Rakete, um ein bisschen für Stimmung zu sorgen? Ja, dann gehen wir mal da hoch. Ups, da ist... Ach nee, wo bin ich denn jetzt? Supi, danke. Bin ich da jetzt voll reingeklitscht oder was? Was ist denn da jetzt passiert? Oh, toll. So, und was ist mit euch? Ihr langweilt euch hier rum oder wie? So, also Geschütz wieder raus. An der Party teilhaben. Dürfen alle. Ja, danke. Ihr kümmert euch drum. Also bis jetzt hatte ich noch nicht den Eindruck. So, es hält, es klart sich auf. Es klart sich auf. Ups, da wirft einer was. Da wirft einer was. Ah, ja, danke. Ja, so sehe ich das auch. Haben sich in meinem Schlepptau hier. So, überall. Überall hat's hier Fässer. Ja, ich glaube, wir gehen mal hier in den Nahkampf über. Das hilft nicht. So, dann nehmen wir mal die Kugelhölle. Mal schauen, was die heute drauf hat. Oh, da kommt einer hinter uns. Da kam einer hinter uns. Ah, wieder einer hinter uns. Ah, da hält mir einer anscheinend jemand den Rücken frei. Das gefällt mir gut. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Das kenne ich nur zur Genüge. So, da kommt jetzt was raus. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Das kennen wir nur zur Genüge. Ich glaube, hier oben sind wir ganz gut aufgestellt. Das Dröhnchen mal rauslassen. Wo ist denn eigentlich unser Geschütz? Ah ja, okay. So. Mit Zielfernrohr tut gut. So. Okay.
Ja, wir bleiben schön in Deckung, denn kommt der Berg nicht, ne, dann der Prophet. So, da hat's noch ein paar, da hat's noch ein paar, da hat's noch Feind, da hat's noch er. Ah, da kommt jemand auf uns zu. Oh, und wieder haben wir das Problem mit der... Keine Munition. Das Ding rotzt aber auch das Material raus. So, hier müsste doch sein. Sehr schön. Sehr schön. Und doppelschön. Okay, okay, okay. Dann mal weiter hier. Ihr Decker hier. So. Dann gehen wir hier mal ein bisschen in die Offensive. Ach, da hinten braut sich was zusammen. Dann schauen wir mal. So, ist der rechts immer noch da? Der ist rechts immer noch da. Okay. Und er ist, glaube ich, eine Sie. Nee, ist doch eine Er. So, jetzt haben wir aber Ruhe, hoffentlich. Wir gehen in die Offensive. Mach mal Platz hier. Ja, ja, das sagen sie alle. Deswegen schießen wir ja auch so viel. Tja. Ja, das ist richtig. Wir haben überlebt. Sodele, Sodele. 90%, so viel ist es nicht mehr. Weiter geht's im Battery Park. Mit dem nächsten Kopfgeld. Genau. So, jetzt nehmen wir erstmal hier wieder ein bisschen Munition mit. Da oben hat es noch was zum Einsammeln. Dann wie immer werden wir natürlich den Kontrollpunkt-Officer mit Material ausstatten, was er benötigt, auch immer benötigt. Und wird natürlich sagen, wird wieder gut versorgt sein. Geht's nicht schlecht, dank Ihnen. Ah, ja, das ist doch mal... Na, also... Eine Wertschätzung, die ich mir... gerne anhöre. So, Dele, jetzt wo geht's rein? So, was haben wir hier? Schlüssel nehmen wir mit. Brand nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wird später wieder aussortiert. Gut. Soweit. Hier draußen liegt nichts mehr rum. Nicht, dass wir wieder Schelte kriegen, weil wir was verloren oder vergessen haben. Hatte ich das nicht schon? Okay. So, wo müssen wir hin? Das nächste wird wieder ein Kopfgeldeinsatz sein. Und wie viele böse Jungs sind es diesmal wieder? Ach so, stimmt, die hatten wir ja schon, klar. Der Gomez wartet auf uns. Kopfgeldeinsatz aktivieren, überspringen und wir haben ihn erfasst. Wir bestätigen und laufen dorthin. Also, los geht's. Ja, Schichtende. Schacht im Schicht. Schicht im Schacht. So. Dann schauen wir mal, dass wir den Kollegen zügig hier aufmischen. Ja. Sage ich. Und schon geht's wieder ab hier. Naja, ich würde eher das Gewehr laden, nicht das Magazin. Das Magazin sollte doch schon geladen sein. Ach, wieso springt jetzt hinter mir wieder einer rum? Oh.
Könntet ihr euch nicht mal ordentlich anstellen? So. Gleich wieder die Munition aufnehmen. Nee, nee, mein Freund. Nicht jetzt. Was? Huch. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Luki, Luki, hier geht's lang. Luki, Luki. Ach du Schande. Ach, da oben. Komm runter. Komm ab. So. Immer, irgendwie fehlt immer ein Schuss im Magazin. So, müssen wir hier rein oder wie oder wer oder was? Verwirrter Nachschubkonvoi erkannt. Wo ist denn unser Geschütz? Ach, da. Sag doch was. So, wo geht's lang? Wo geht's weiter? Oh. Hä? Na? Hier oder wie oder wer oder was? Nee. Da geht's weiter. Okay. Ja, wir sind ein bisschen orientierungslos. Ja, der Wind. Was ist mit dir? Geben Seil? Okay, mache ich. Ich teile gern, mein Freund. Tollwut? Schade. So, geht's hier weiter? So einer wieder. Oh oh. Ups, da ist ja irgendjemand hinter uns. Ich glaube, da sind wir richtig. Alle erledigt. Alle? Nicht alle. So, wie weit müssen wir denn? Wie weit müssen wir denn? Ah, das nimmt ja wieder kein Ende. So, springt da noch einer rum? Nee. Das ist ein Sieg für uns. Wir haben tatsächlich gewonnen. Kann es sein, dass wir da rein müssen, gell? Kann es sein, dass wir da rein müssen? Oh, ich liebe es. Das ist diese komische Bank oder irgendwas, ne? Eieieiei. Das kann ja alter werden, Freunde.
Also das kann ja eiter werden und deswegen sage ich, werden wir uns in der nächsten Folge sehen, denn da habe ich ganz, ganz für schwere Befürchtungen. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war erstmal wieder The Division, ein weiterer Teil in der Suche, in der Fahndung nach, beziehungsweise die Fahndung in der Suche nach Kelso, vielleicht so eher besser. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier in der Bank ein bisschen die Kollegen aufmischen. Also bis dann. Tschüss, ciao, servus, bis zum nächsten Mal.